Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition Episode 3 mit dem Ralf. Von der letzten Folge haben wir den Omega-DLC angefangen und helfen Arya dabei, Omega zurückzuerobern. So. Armer Idiot. Irgendetwas sagt mir, dass diese Kraftfelder ein Problem sein werden. Sind wir blockiert? Diesmal nicht. Kommen Sie. Hier entlang. Ja, dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Was machen Sie da? Sie in ein Geheimnis einweihen. Die Leiter runter. Geheimgang. So. Wir haben wieder 8 Punkte. Waren wir noch? Wer bist denn du? Wer da? Zeigen Sie sich! Bei den Geistern, sieh mal an, Arya T'Loke. Nyreen, was zum Teufel machst du hier? Katz und Maus spielen. Versuchen, am Leben zu bleiben. Wenn diese Tunnel nicht wären. Meine Tunnel. Zum Glück habe ich sie dir gezeigt. Andernfalls wäre ich längst tot oder gefangen. Arya traut nur wenigen. Sie müssen gut befreundet sein. Ich weiß nicht. Sind wir das, Arya? Shepard, das ist Nyreen Kandros, früher turianisches Militär. Wir kennen uns schon ewig. Ich habe sehr viele Fragen, aber das muss warten. Komm mit, wir bringen dich in Sicherheit. Ich gebe mein Bestes. Bereit, diese Waffe auch einzusetzen? Sie ahnen gar nicht, wie bereit. Oh! Warum sind Sie zurückgekommen, Arya? Um mein Eigentum zu beanspruchen. Sie haben also etwas zurückgelassen? Nicht etwas. Alles. Hey. Jawohl, verbrennen. Ja. Das sind doch die Fähigkeiten, die ich haben will. Jawohl. So. Oh, okay. Okay, das letzte geht noch nicht. Puh. Thank you.
So, dann kommen Sie mal mit, Madame. Ein Datenpad. Aria, Sie haben recht, wir werden angegriffen. Wie ist der Flottenstatus? Landen noch im Bunker. Feind draußen halten, abriegeln, sofort. Schutztüren runterlassen, Schutztüren runterlassen. Da. Dö, 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 dö. Bitte alles drauf machen. So. Weiter geht's. Hoch da. Bray, warum sind die Kanonen nicht online? Etwas stört sie. Versuche Identifizierung. Wir fallen dem Feind in die Flanke und lenken ihn von ihnen ab. Okay, Schild und Schild. Ja, das sehen wir. Jawohl, der ist am Arsch. Dann kann ich mich um dich kümmern. Hallo? Mit den da. Ansturm. Dann halt nicht. Jawohl. Aria, die Kanonen müssen manuell bereit gemacht werden. Oh oh. Gemacht. Konzentration auf den Atlas. Ja. Die Kanonen müssen immer noch manuell bereit gemacht werden. Ja.
Machen wir mal. Habt ihr ein Problem, Jungs? Wir sind drin. Abriegeln. Aria, ich weiß, das hier ist eine Festung. Aber der General weiß Bescheid. Ist sie noch sicher? Wir sind hier auf dem Präsentierteller. Ich habe nicht vor, rumzusitzen. Und Sie sollten wissen, dass ich alles in Erwägung ziehe. Und was das angeht... Nyreen... Du hast Omega voller Wut verlassen. Ich wusste nicht, dass du zurück bist. Warum? Ich war nie weg und habe alles versucht, das vor dir zu verheimlichen. Das ist nicht einfach. Gut gemacht. Aber warum? Ich konnte einfach nicht weg. Heute wünschte ich, ich wäre gegangen. Nun, du hast immer gesagt, ich wäre dein Tod. Nyreen ist militärisch ausgebildet und kann uns nützlich sein. Ziemlich vertrauensselig, was, Shepard? Nyreen hat Omegas, wie hast du es genannt, moralischen Bankrott immer gehasst. Willst du ihn jetzt verteidigen? Jedenfalls will ich diese Station befreien. Du bist aus der Übung, schießt aber immer noch gut. Melde dich beim Diensthabenden. Bray, beobachten Sie sie. Sofort. Okay, Shepard. Wir müssen uns beeilen. Ich will meine Rache. Wenn Sie glauben, ich lasse zu, dass Sie hier eine blutige Schneise schlagen, irren Sie sich gewaltig. Und wenn Sie glauben, mich ändern zu können, dürfen Sie es gern versuchen. Sobald der Bunker in Betrieb ist, haben wir Aufklärung und geheimen Zugang zum Großteil der Station. Ich würde es begrüßen, wenn Sie alles überwachen, damit die Vorbereitungen reibungslos verlaufen. Was werden Sie tun? Nach meinen Truppen sehen. Ich muss wissen, wie viele überlebt haben, bevor ich den Angriff plane. Dauert nicht lange. Kommen Sie zu mir zur Steuerkonsole, wenn Sie bereit sind. Okay. Alles geräumt. Shepard? Weg! Verdammt! Ich krieg's nicht hin. Aria möchte mit Ihnen sprechen. Ja, aber... ich will doch erstmal umsehen. Panzerung. Wo liegt hier das Problem? Die Stromwandler haben Kurzschlüsse. Ich habe versucht, sie zu umgehen, aber das geht nicht. Wahrscheinlich liegen irgendwo auf Omega noch welche rum. Wenn Sie also auf ein paar Kiri-Wandler stoßen, bringen Sie sie hierher. Mal sehen, was ich tun kann.
Kiri-Wandler. Neue Wandler sind die einzigen. Ruck? Ruck, bist du da? Ich schwöre dir, wenn du nicht gleich antwortest. Endlich! Wo bist du? Du weißt es nicht? Im Ernst? Zieh dir doch einfach die Pläne der Station auf deinem Universalwerkzeug an. Was meinst du damit? Dein Universalwerkzeug ist kaputt. Ruck, das ist nicht gut. Stimmt, das hilft dir nicht weiter. Tut mir leid. Pass auf, ich lotse dich zurück zum Bunker, okay? Ma'am. Leitersystem auf. Was ist? Ich wurde beauftragt, für mehr Kontrolle dieser Zentrale über die Betriebssysteme von Omega zu sorgen. Ich habe die Überwachung auf zahlreichen Decks gehackt, mich in verschiedene interne Kommunikationskanäle eingeklinkt. Aber mir sind Grenzen gesetzt. Es gibt Terminals in den Bereichen, die Cerberus kontrolliert und... Naja, wenn Sie darauf Zugriff bekämen? Wenn Sie diese Terminals finden, bekäme ich durch simple Eingabe eines Codes... Merken Sie sich den Gedanken. Jawohl, Commander. Ich bin froh, dass Sie zurück sind. Ich wurde beauftragt, für mehr Kontrolle dieser Zentrale über die Betriebssysteme von Omega zu sorgen. Das hat er getriggert, dass ich auslaufe. Ich habe die Überwachung auf zahlreichen Decks gehackt, mich in verschiedene interne Kommunikationskanäle eingeklinkt. Aber mir sind Grenzen gesetzt. Es gibt Terminals in den Bereichen, die Cerberus kontrolliert und... Naja, wenn Sie darauf Zugriff bekämen? Wenn Sie diese Terminals finden, bekäme ich durch simple Eingabe eines Codes Zugriffsprivilegien und damit mehr Einfluss auf die Systeme der Station. Kann ich machen. Gut. Ich behalte hier alles im Auge und gebe Ihnen Bescheid, wenn meine Codes aktiviert sind. Danke. Na dann. Dieser Bereich ist noch ungesichert. Momentan kein Zugriff. Cerberus weiß, dass wir hier sind. Wir richten Schichten für den Kampf ein. Also achten Sie auf die aktualisierten Dienstpläne. Außerdem haben wir einige Nachschublieferungen verloren. Was ich damit sagen will, jeder verdammte Schuss zählt. Sobald wir in andere Teile der Station vorgedrungen sind, werden einige von Ihnen nach Vorräten Ausschau halten. Mit etwas Flugzeit und Engagement gehört Omega in kürzester Zeit wieder uns. Na dann. Haben wir ja alles mitbekommen. Ausschau. Ich gleiche das dann mit meinen Stationsplänen ab, um rauszufinden, wo du bist. Was? Ruck, ich finde keine einzige Referenz auf diese Position. Nein, ich scherze nicht. Daran ist nämlich absolut nichts komisch. So kannst wirklich nur du dich verlaufen. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst. Hey, ich sage ja nur, dass das im Grunde eine ziemlich beeindruckende Leistung ist. Na dann. Yes. Wie sieht's aus? Alle Systeme funktionsfähig. Komplette Omega-Pläne kommen jetzt online. Sehen wir es uns an. Aha, diese Kraftfelder, Shepard. Der General hat sie überall installiert. Er kontrolliert die Zugänge auf der ganzen Station. Was sind diese dunklen Bereiche? Viele Sektoren von Omega haben keinen Strom. Ich wette, er wird abgezweigt, um die Kraftfelder zu betreiben. Finden Sie die Quelle. Priorität 1. Und wir brauchen einen taktischen Überblick über sämtliche Cerberus-Stellungen. Wird erledigt! Shepard, es gibt Arbeit. Unsere Verluste waren beträchtlich. Wir haben keine Armee mehr, die groß genug für Cerberus wäre. Dann brauchen wir Verbündete. Passiert mir ständig. Wir wissen, dass es noch eine aktive Gang gibt. Die Talons widersetzen sich der Besatzung. Nicht meine erste Wahl, aber mehr haben wir nicht. Dann spielen wir mal Diplomat. Und wenn der aktuelle Anführer nicht will, dann eben der nächste. Verzeihen Sie die Störung. Was ist? Ich habe mich eine Sekunde weggedreht, um Vorräte abzuladen. Als ich wieder hinsah... War sie weg. Naja, ich... Alles ist abgeriegelt. Sie muss hier irgendwo sein. Dieser Bunker hat geheime Zugänge zu anderen Bereichen der Station. Und leider kennt Nyrene sie. Verdammt, Bray, wenn ich nicht schon zu wenig Leute hätte. Konzentrieren wir uns darauf, die Talons an Bord zu holen. Ich treffe sie am Ausgang der Waffenkammer, wenn sie bereit sind. Lassen Sie mich nicht warten.
Aktivität. Na gut. Ich gebe auf. Neue Wandler sind die einzigen. Viel Glück da draußen. Was verbindet sie mit dieser Gang? Einige für beide Seiten profitable Geschäfte und ein bisschen Gewalt. Bis zur Seuche von 2185 hatten wir die Talons nicht mal auf dem Schirm. Ihr kleiner Krieg gegen die anderen Gangs hinterließ ein Vakuum. Das wollte ich nicht. Ihr Anführer Darius nutzte die Situation aus und verschaffte den Talons ein größeres Stück vom Drogenhandel. Rekrutieren wir sie, weil sie gut sind oder weil wir mehr Leute brauchen? Sie sind Kanonenfutter. Wir benutzen sie, weil es hier sonst niemanden gibt. Na klasse. Werden sie ihnen das auch sagen? Ganz ruhig, Shepard. So läuft das eben auf Omega. Überlassen Sie mir das Reden und... Wir müssen uns wohl durch Cerberus kämpfen, um zu ihnen zu kommen. Ja, war ja klar. Dann los. Hätte ja auch nicht anders sein können, gell? Kisten mit rotem Sand einfach so rumliegen lassen. Vielleicht hatten sie etwas Wichtigeres zu tun. Nicht Darius. Den interessiert nur der Profit. Alles andere kann verbrennen. Naja, wenn es ums Überleben geht, sieht die Sache vielleicht aber wenig anders aus. Einer dieser Luftschächte müsste ins Gebiet der Talons führen. Das Terminal ist aktiv. Danke, Commander. Bilder hoch. Wir haben diesen Ort jetzt fast vollständig ausgekundschaftet. Die Überwachungsdrohne deuten darauf hin, dass das Internierungszentrum in etwa demjenigen entspricht, das wir uns als letztes vorgenommen hatten. Allerdings ist irgendetwas komisch an den Patrouillenmustern, die Anzeige ausspuckt. Ich empfehle eine weitere Beobachtung, bevor wir versuchen, die Zivilisten rauszuholen. Strom ist abgeschaltet. Als hätten sie damit die Arrestzentren beobachtet. Dieser
Turm ist der Talon-Außenposten, zu dem wir wollen. Sieht aus, als würden die Talons wirklich ihr Bestes geben. Alles am Dampfen hier. Verstanden. Okay, hier kann man sich nicht durchquetschen. Okay, hier liegt auch nichts. Den Bereich durchsuchen. Bleib liegen. Hab ich gesagt, liege bleibe. Da, sonst haben wir ja nichts mehr. Wen habt ihr? Volles Pfund aufs Maul. Danke. Ich kann jetzt die feindlichen Bewegungen in den Sektoren 4 bis 12 überwachen. Ausgezeichnet. Na dann. Haben wir das auch erledigt? Das hat Bumm gemacht. Fehlfunktion entdeckt. Au. War ich nicht schnell genug weg. Unendlich schützen kann dich das Schild auch nicht. Ich
Bam! Tjo, da runter geht's dann wohl. Aber jetzt erstmal noch hier ein bisschen umsehen. Weg da! So. Aber mit diesem Blick auf ein kämpfendes Omega sage ich danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, liken, subscriben, Dreadfreien und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, die Notation will aktivieren, dass YouTube was ihr mehr von uns sehen wollt. Könnt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was bei uns abgeht, gibt es auch den Twitter-Account für Dennis, dem ihr ein Follow reindrücken könnt und einstellen könnt, dass alle Features angezeigt werden. Dann sehen wir bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen!